Willkommen Reisender, heute zeige ich euch, wie ihr ohne viel Aufwand an alle Quecksilbergegenstände kommt. Dafür begeben wir uns als erstes in die Weltraumanomalie. So, wenn wir dort angekommen sind, müssen wir als erstes dafür sorgen, dass wir ein klein bisschen Quecksilber haben. Ohne geht's nicht. Dafür könnt ihr hier in der Mitte an den Nexus gehen. Am Wochenende gibt es immer eine Aufgabe, die gibt 1200. Ihr könnt aber auch drei oder vier der normalen machen. Sucht euch einfach eine raus, die euch gefällt. Und wenn ihr ein klein bisschen Quecksilber habt, könnt ihr zu dem Quecksilberhändler hier gehen. Geht auf 1. Und dann könnt ihr euch am besten irgendeins, was euch gefällt. Kauft ihr euch. Dann geht ihr in euer Menü und ladet den automatischen Speicherstand. So, jetzt können wir wieder zu dem Quecksilberhändler gehen. Dort angekommen seht ihr jetzt, der Gegenstand ist verfügbar. Das heißt, wir können uns ihn gratis abholen, denn unser Quecksilber, was wir dafür ausgegeben haben, ist uns wieder gutgeschrieben worden. Wir holen uns den Gegenstand. Damit haben wir ihn jetzt im Besitz. Er wird im Katalog aufgezeichnet. Um die Gegenstände alle behalten zu können, am besten nach zwei, drei Gegenständen immer zu eurem Raumschiff zurückgehen. Einmal einsteigen und wieder aussteigen. Dann habt ihr einen neuen Speicherpunkt und könnt das wieder von vorne machen. Geht wieder zum Quecksilberhändler, kauft euch ein, zwei Gegenstände, ladet neu, holt sie euch gratis ab und speichert. Nicht vergessen, immer erst neu laden, die Gegenstände gratis holen. Und dann erst wieder neu speichern. Sonst kann es sein, dass euer Quecksilber weg ist. Und es ist auch möglich bei der Methode, dass das Spiel ab und zu abstürzt, wenn ihr 5, 6 Gegenstände euch holt. Und dann neu ladet. Weil das mag das Spiel irgendwie nicht so. Ich hoffe, ich konnte euch damit etwas helfen. Vielen Dank fürs Zusehen.